Hallo Leute und herzlich willkommen zu, ich vergesse immer mal wieder den Rahmen, aber ist egal, Wild Arms, Easy Peasy, Wild Arms, Lemon Squeezy. So, wir waren im Baskerdorf, waren wir fertig, wir hatten uns da umgeguckt, haben mit allen geredet, haben alle Sachen kaputt gemacht, die man kaputt machen kann, weil wir nette Menschen sind. Bin ich der Einzige, der jetzt erwartet hat, dass sie irgendwas isst? Der Berg. Wir sollten zum Berg, wenn ich mich richtig erinnere. Also machen wir jetzt mehr Berg. Ich glaube, dass du siegen wirst. Na klar. Ich meine, mein Name wäre sonst nicht. Der Kommi siegt sowieso. Mac Wild Arms. Ich habe den Witz nicht zu Ende gedacht, aber ist egal. Schatz, du. 5 Stück plus eine. 5 Stück plus eine machen 6. Ich kann zählen. Harpien, hey, die kennen wir schon. Da wird sich eine Explosion ganz gut machen. Ah, nicht schon wieder ein Taschendieb. Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr hier, langlauft und die klauen euch, sag ich mal, so einen Apfel, weil ihr den nicht benutzt habt oder so? Oder Munition? Oder Gegengifte, wenn wir schon dabei sind, aber naja. Wow. Diese Gegner nerven. Und das nur, weil sie schneller sind als ich und dann die ganze Zeit irgendeinen Mist abziehen hier. Stimmt, ich hätte mit Ragnar auch eigentlich den anderen Angriff machen. Ja, ist egal. Ah nein, ich habe nur noch 252 Gegenmittel. Ah, no. Komme ich nicht drauf vorbei? Natürlich nicht. Du kannst nicht mehr Glückskarte tragen. Gut, macht ja nichts. Kleine Schneide. Nein! Ich will kleine Schneide nicht verletzen. Das ist nicht gut, das ist nicht fair. Das ist krass mit den, mit dem Schatten, ne? Ah, Caitlyn hat 69 MP. Das darf ich nicht ruinieren, Caitlyn darf nicht mehr aufleveln. Wie viel macht der Schaden? 520? 520 Schaden, wenn es nur auf einen Gegner drauf geht. Wow. Und deren Magieresistenz wahrscheinlich nicht super hoch ist, aber 520 Schaden, ey. Blauer Reif. Das war so ein blauer Reif. Lähmung aufheben, okay. Das Feuer dürfte übrigens sehr gut sein auf so einem Berg, ne? Weil ich davon ausgehe, dass es verflucht kalt auf besagten Berg ist. Das ist ein Pilz und der kreischt. Auch eine unschöne Vorstellung, dass man hier durchläuft und dann... Man denkt sich nichts Böses und diese Pilze fangen an zu kreischen. Also, so, ah ja, Pilze, okay, alles klar. Also wenn sie durch Explosion und dem Windmeister nicht tot sind, wow. Was sie tatsächlich nicht sind, dann... Und der macht ein Affengeräusch. Wichtiges Detail muss ich nochmal hervorheben. Er macht ein Affengeräusch. Sehr merkwürdig. Abgesehen davon, er ist ein Pilz. Er sollte, also für meine Begriffe, sollte er keinen Ton am besten machen. Aber wenn er schon einen machen möchte, dann doch bitte keinen Affen. Nicht, dass ich es jetzt besser fände, wenn er das Geräusch eines sterbenden Hühnchens oder so macht. Na, aber ihr wisst, was ich meine. Ich will... Wieso Affe? Wofür zum Feuerzeug alles gut ist, ne? Andere Spiele kommen da um die Ecke mit Enterhaken und Feuermagie und hier... Feuerzeug. Einfach ein Feuerzeug. Da
geht's hoch. Aber erstmal ist ein Kämpfchen dran. Ist ein Hinterhalt dran. Das macht's auch nicht viel besser, aber okay. Dann warten wir mal ab, ne? Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Hier so ein bisschen stehen bleiben und mich verprügeln lassen. Komm, ich bräuchte noch so einen Angriff, der auf alle geht, ne? Dann hätten wir wenigstens alle die Möglichkeit, jedem Gegner sofort Schaden zu machen, aber gut. Das sind so Sachen, über die ärgere ich mich jetzt und über die werde ich mich auch noch eine gesamte Zeit so spielverlaufstechnisch wahrscheinlich aufregen können und am Ende des Tages kommt dabei trotzdem nichts raus. Also, Der wichtige Punkt ist ja trotzdem Pilze tot, kleiner Hammer dazu. Gut, ja. Nehme ich auch, so ist nicht. Okay. Geheimzeichen. Ah ja, also ne, ein MP weniger Verbrauch bei seiner Technik schneller. Es wäre wahrscheinlich auch wieder, ne? In Relation dazu müsste man sagen, ich hätte ja nicht unendlich viele Möhren. Was auch schon wieder irgendwie selten dämlich klingt, aber ne, der Punkt ist, ich hätte nicht unendlich viele Möhren. Das bedeutet, da ich nicht unendlich viele Möhren habe, kann ich nicht unendlich viele Techniken spammen, weil ich hätte dann keine MP mehr. Wenn wir, sag ich mal, zu einem Boss kommen oder sowas. So, das heißt, geringerer Verbrauch ist natürlich nochmal besser, ne? Macht die Technik ja insofern nicht stärker, aber der Verbrauch ist besser. Boah, das ist aber. Dann haben die also knapp 250 HP, diese super tollen Pilze. Das ist schon eine hohe Nummer an HP zum jetzigen Zeitpunkt im Spiel. Aber ja, insofern Geheimzeichen eigentlich dann wohl eine richtig gute Sache. Und technisch gesehen fast schon wieder so eine Sache, wo man sagen würde, ja, jetzt mache ich mir davon unendlich viele, ne, und dann passt das. Aber es heißt auch gleichzeitig, ne, wenn ich nicht die MP so hochgedreht hätte, indem ich oder die MP im Prinzip auf unendlich gesetzt hätte, indem ich die Möhren kopiert habe, würde das bedeuten, ich müsste jeden einzelnen Kampf, wirklich jeden einzelnen Kampf, den wir hier haben, nur mit physischen Angriffen im besten Fall machen. Um sicher zu gehen, dass ich halt. Oh, Kreisch kann Kreisch einsetzen. Interessant. Ist er paralysiert und verwirrt? Das ist nicht nett. Um halt sicher zu gehen, dass ich am Ende des Tages genügend Schaden mache, um durchzukommen, gibt es halt nur physische Angriffe. Nur physische Angriffe, das ist. Stell ich das mal vor, wie lange die Kämpfe hier dauern würden. Es ist halt kein Wunder, dass ich irgendwann gesagt habe, nee, das Spiel dauert mir zu lange. Ah, ja, das. Das hätte ich kommen sehen können, dass ihr wahrscheinlich nur Schaden macht. War gar nicht mal so unwahrscheinlich. Die Arme. Sie kann ja nichts dafür, sie schränkt sich ja an. Wow, das geht sogar mit. Ich nehme an, das ist Lähmung? Ja, wow. Verwirrung ist, wo ist mein kleiner Hammer da, ne? Oder ist es Vergesslichkeit? Das ist Vergesslichkeit, guck an. Na, schon komme ich in Teufels Küche, weil ich keine Balsams mehr gekauft habe. Na, wenigstens kann ich leichte Rätsel erkennen und lösen, wenn ich sie sehe. Du hast die Statuen der Göttinnen Millimeter weiter nach rechts geschoben. Die Tür öffnet sich nun für dich. Auserwählter.
Denn nur du konntest sehen, dass diese Figur ein Stück hier weiter rechts stehen muss. Nur du und niemand sonst. Er ist schon... Oh, ihr seid... Oh, das... Habe ich nicht gesehen. Oh nein. Schweigen ist nicht weiter schlimm. Vergesslichkeit, ja gut, habe ich einen Hammer für. Ich mag die Gegner nicht. Habe ich jetzt so entschieden, ich mag diese Gegner nicht. Zu viele Statusveränderungen, zu wenig Zeit. Naja, oder zu wenig Items eingekauft. Auch das ist, ist richtig. Was ist denn das? Schweigen. Habe ich überhaupt was gegen Schweigen? Ja, da wird kein Blitz. Nein. 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 Nö. Tja. Gut, dass er nichts MP-nutziges macht, nehme ich an, wa? Na, was lernen wir denn draus? Ich hätte... Na, zwei Sachen könnte ich in der Theorie draus lernen. Das eine, ich müsste mehr trainieren, um schneller zu sein, um gegen die Pilze sowieso einfach viel besser vorgehen zu können. Oder... Ach, verdammt, jetzt habe ich den Kobe dann... Oder... Ich hätte mehr Heil-Items kaufen... Schrägstrich glitchen sollen, aber naja... Aber dass ich jetzt die Explosion auf den Kobold einsetze, war nur ein kompletter Verdrücker. Ein richtig doofer Verdrücker, ja, setzt einen Gegenangriff ein. 0. Ah, 44, doch mehr als 0. Ich bin ehrlich, ich habe mit 0 gerechnet. Quasi, dass die da stehen und sich sagen, was war das jetzt? Ich meine, wenigstens ist Ragnar schnell genug, um den Windmeister nochmal zu machen. Das dürfte die... oder auch nicht. Dürfte die vernichten oder eben auch nicht. In dem Fall oder auch nicht. Balsam, ey. Kann ich nochmal eine Lähmung aufheben, wie schön. Müssen wir das Ding da anzünden? Ist ja nicht so, als würde ich erwarten, dass da irgendwas drin ist, aber... Ja, ist schon schön, den Feuerteufel mal spielen zu können, ne? Einfach mal mit dem Feuerzeug alles in Brand setzen, was da so vor ihm ist. Das hat schon was für sich, also... Nichts unbedingt Gutes, das ist mehr so... So ein antiker Drang, Feuer zu sehen. Oder so ähnlich. So, du machst die drei, du machst die zwei und dann sind wir fertig in der Theorie. Könnte ich einfach mehr Häschen bekämpfen? Ist das so viel verlangt, dass sie mir einfach mal ein paar Hasen geben, die ich... Naja, ich wollte anzünden sagen, aber... Ich meine, da werden verkohlte Überreste dann übrig bleiben, aber in der Theorie ist es eine Explosion, das würde ich danach nicht essen wollen. Also eigentlich ist das nicht eine gute Art, um einen Hasen zuzubereiten, nehme ich mal zumindest an. Man kann mich ja gerne eines Besseren belehren. Warum ich da jetzt darüber diskutiere, weiß ich auch nicht. Aha. Heilbeere. Au. Heilbeere. Au. Heilbeere. Au. Heilbeere. Au. Heilbeere. Au. Oh, what? Uff, das war knapp. Ich habe kurz die Kontrolle über meinen Körper verloren. Je größer sie sind, desto schmerzlicher der Aufprall. Wenn wir auf einen Felsen aufprallen, ist es aus mit uns. Wenn ich also mein Schwert aus größerer Höhe einsetze, richtet das dann mehr Schaden an? Vielleicht nicht immer, aber es empfiehlt sich trotzdem. Vielleicht versuche ich es mal. Schneller Zughinweis. Aha.
coole Sache. Ich meine, Findmeister wäre gerade besser, aber soll das mal machen? Hier läuft weg. Meteorsprung wurde geschafft. Ey, cool. Jetzt hat er gelernt, dass es schlau ist zu springen. Ein Ansprungangriff. Ja, so kann man es wohl auch sagen. Aha. Trankbeere. War die bessere Version, naja. Aber wir sind noch nicht fertig. Da ist noch mindestens eine Ebene über uns. Weil da eine Truhe über uns war, ne? Ich kann aufpassen. Richtig gut, ne? Ja, mach das da. Gucken wir uns das mal wieder an. Nicht kreisch. ja, das ist jetzt unpraktisch. Das ist reichlich unpraktisch. Eine Caitlyn, die nicht zaubern kann, ist unpraktisch. Tja. Kann ich nur leider nichts gegen machen. Ne? Also vielleicht sie sterben. Kann ich Leute wieder beleben? Dann könnte ich sie rein theoretisch sterben lassen. Das würde vielleicht noch gehen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob meine Tür geklingelt hat. Ich gehe mal gucken eben. Moment. Es war mal wieder ein super witziger Klingelstreich. Hatte ich allerdings schon tatsächlich wieder eine längere Zeit nicht, also was soll's. Haben wir alle schön gelacht, musste der Kommi sich bewegen, durfte er wieder seine Aufnahme nicht fertig machen, ohne dass er genervt wird oder so, aber ist okay. Alles anzünden, den Pyromanen in mir freien Lauf lassen. Ich erwarte ja fast, dass irgendwo dazwischen dann, beziehungsweise da drin dann ein Geheimgang ist oder sowas, aber bisher kein Glück. Traurig eigentlich. So, ja, Caitlyn kann jetzt gar nichts mehr machen. Oder ich sollte vielleicht eher sagen, kann nichts mehr machen, was sinnvoll wäre. Jetzt macht sie quasi, also bei denen würde sie ja keinen Schaden machen, haben wir das schon festgestellt. Sie greift die an, was kommt raus? Null Schaden. Wenn die dann doch eine etwas bessere Verteidigung haben, als mir gerade lieb wäre. Was lerne ich da draus für den nächsten Part? Zumindest wenn ich... Nehmen wir mal an, in diesem Part komme ich über den Berg oder auf den Berg oder whatever und danach in ein Dorf. Dann ist das nächste, was ich machen werde, mir alle Heil-Items kaufen und die einfach mal... 255 Fachen, um sicher zu gehen, dass sowas nie wieder passiert. Und was heißt das für euch? Tja, gar nichts eigentlich. Aber für mich heißt das mal wieder, ich habe wieder gelernt durch Schmerz. Ah. Oder so. Oder so. Au. Das Gras, es war so hart und so enorm groß vor mir. Mehrere Höhlen erfüllen mich nicht mit Freude. Eher so der mentalen Panik, dass ich irgendwas verpassen könnte, aber naja. Caitlyn, verteidige, lass die Häschen nicht an dich ran. Egal, was sie sagen, es ist gelogen. Es sind böse Häschen. Doch
trotz Verteidigung aber noch 48 Schaden. Das ist auch schon... Ist jetzt nicht heftig viel, aber tut schon weh, also... Okay, ich bin ehrlich, die Kampfmusik ist zu kurz. Also, es gibt ja nicht super viel, was ich momentan am Kampfsystem auszusetzen habe, aber die Kampfmusik, die ist ein kleines bisschen zu kurz. Die ist gar nicht schlecht, die ist nur zu kurz. Deswegen ich auch immer sagte, ich habe halt wirklich das Gefühl, wenn ich nicht innerhalb von diesem ersten Lauf der Musik fertig bin, dann fühlt sich das an, als würde ich zu lange kämpfen. Da geht's nach oben, das ist gut? Fragezeichen. Was ist denn dann hier? Ein offizielles Rätsel der Göttin. Fragezeichen. Oder es sind Statuen von der Mutter. Immer noch ein merkwürdiger Name für ein großes Böses, nehme ich an, ne? Aber naja. Da wiederum, es gab auch Videospiele mit dem Namen Mutter. Dann gibt es Videospiele, wo es um tote Mütter geht. Also sowas wie Freitag der 13. oder Sweet Home müsste es heißen. Ist doch noch tot. Na, ist auch egal. Jetzt habe ich es gesagt, jetzt kann ich es nicht mehr zurücknehmen. Aber ja, guckt euch Sweet Home an, entweder dem komischen alten Horrorfilm oder das komische alte NES-Horrorspiel mit eins der besten RPG-Horrorspiele, die es gibt, mit ein bisschen nervigen Mechaniken, aber abgesehen davon, yay. Jetzt kriege ich erstmal hier die Statuen-Dingens hoch rein, wie auch immer. Was haben wir hier so? Aha. Das mystische Wort. Das mystische Wort des Tages ist Plätzchen. Magische Bücher für linke Hand. Okay. Ich meine, technisch gesehen wäre es richtig gut für sie. Allerdings ist es jetzt... Also... Genau jetzt gerade ist es nur ein technisch gesehen, wenn sie tatsächlich Magie einsetzen könnte. Was sie gerade nicht kann. Aber wenn sie es könnte. Aber sie kann nicht. Aber wenn. Dann wäre das richtig gut. Vielleicht kann ich auch das Ding dann gerade runterspringen. Fällt mir so gerade ein. Entweder das oder... Die linke Höhle führt mich trotzdem noch dahin, wo ich hin will. Also sprich, tatsächlich höher. Und dann zu dieser Schatztruhe. Ja, ich mache mir schon wieder Sorgen, wenn ich eine Schatztruhe auslassen könnte. Aber was will man machen, ne? Ich kann mich übrigens hier dran... Nein, nicht schon wieder. Na gut, das ist nur Lähmung. Also... Nur Lähmung, was bedeutet, Komi kann gerade auch nicht mehr angreifen. Da merkt man aber so ein bisschen dran, muss ich ja auch mehr oder minder gestehen, in Anführungszeichen, wie verwöhnt man durch die neumodischen RPGs ist. Ne? In manchen wird man nach dem Kampf sogar noch geheilt, in manchen das zwar nicht, aber zumindest die meisten Statusveränderungen sind weg und hier... Ja, bist du getroffen, bist du arm dran halt, ne? Aha. Auch für ein Wappenbild? Für ein Wappenbild bin ich da jetzt tatsächlich nochmal gerne runtergesprungen. Damit können wir hinterher neue Magie machen. Wenn wir mal irgendwann wieder da oben sind. Wahrscheinlich sollte ich einen Cut bis dahin machen, ne? Ich mache einen Cut bis nach da oben. Dann haben wir noch ein bisschen mehr... Zeit gespart. Boah, jetzt komm ich hier noch um die Ecke mit Zeitersparnis. Ne? Richtig krass. Und da bin ich wieder. Zeitersparnis. Vielleicht 2 Minuten, aber hey. Mittendrin war ja noch ein Kampf und so, also ich sag mal, das hat sich schon gelohnt. In Anführungszeichen. Also, ne? Gelohnt. Aber
Naja. Ah, toll. Den Kampf hätte ich gerne in quasi ernsthaft. Ich glaube, ich habe nichts zum Wiederbeleben. Doch Früchte habe ich, ne? Oh Gott, ich habe was zum Wiederbeleben. Oh mein Gott. Ich würde gerade sagen, kurz vorm... Ich nehme mal an Boss. Ich nehme bei sowas immer an Boss, ne? Weil wir hier auf der Spitze des Berges sind und da wird wohl ein Boss auftauchen, ne? Bring die mir hier meinen Ragnar. Wow. Okay. Gegenangriff. Sind diese netten, naja, nicht wirklich fluffigen, aber diese Fluffkanonen also auch noch verdammt tödlich, ey, unfassbar. Nur wenn sie Bock drauf haben. Nur wenn sie Bock drauf haben. Aber dann bringen sie einen mit einem Schlag um. Tja, wow. So, 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 das passt. Weiter. Au. Oha. Oha. Du kannst einfachste Rätsel lösen. Du bist der Auserwählte. Ja, das ist. Ich mache mich halt gerade ein bisschen drüber lustig. Klar, warum auch nicht, ne? Es ist ja wirklich. Du schaffst das und dann sind wir irgendwie scheinbar die einzigen, die jemals diesen Berg bestiegen haben, weil warum auch nicht, ne? Und alles, was wir eigentlich machen, ist hier so eine Statue so hinstellen, dass sie steht wie die anderen Statuen. Also es ist ja, sagen wir mal ehrlich, keine große Kunst eigentlich, ne? Ich meine, auf der anderen Seite, ich würde jetzt auch ungern hier unglaublich schwere Rätsel lösen müssen unbedingt. Das kommt immer aufs Spiel an, ne? Aber, naja. Hi. Ist dies die Statue vom Gott des Siegels? Zu spät. Wir haben das geöffnet. Belzig? Du hast vor mir hergefunden. Macht nichts. Orga-Witwe, spiel mit ihnen. Spinne. Ihr geht. Immer größer werdende Spinne macht sich besser. Ihr geht. Ja, Caitlin. Könnte man eine Glückskarte verwenden? Genau. Bosskämpfe sind sehr gut dafür, denke ich. Aber Orga-Witwe. Was soll das heißen, Orga-Witwe? Und ja, da jetzt Caitlin quasi Ballast ist. Ja, rufe Wächter in den. Ah. Interessant. Der kann das auch. Ah. Funktioniert Psychoschlag besser? Wahrscheinlich nicht. Kann sie das auch? Ich bin mir nicht ganz sicher, was Mystik machen soll. Bin ich halt auch mal wieder ehrlich. Aber grundsätzlich einen Wächter rufen. Also habe ich Beschwörungen in diesem Spiel. Huh? 176. What? Meine Genauigkeit ist 99%. Wieso? Ah ja, habe ich jetzt leider daneben geworfen. What? Ernsthaft? 99%, ey. Ich glaube, es hackt. Ach, Lähmung. Lähmung ist doof. Komm, damit ich hier nicht wieder... Ich meine,
der gute Connor, sei gegrüßt an dieser Stelle, hat in den Part 4 geschrieben, ich soll cheaten, wie ich will. Weil dafür ist es da quasi. Und ja, aber nein. Also tue ich mal so, als hätte ich jetzt keine Munition mehr oder so langsam. Ich habe keine Ahnung. Ah, wir könnten mal... Ich will das sehen. Das ist halt das... Die Sache. Wächter beschwören. Mach mal Wächterbeschwörung hier. Gordijev! Jawoll! Oh mein Gott. Oh, ist das... Oh, ja, putschig. Guckt ihn euch an, ey. Oh, der gute Gordi. Der Dinge macht, kann... Ah, 190 Schaden. Stodark, die Schildkröte. Ah, er setzt Blubber ein. Ist ja nicht mal ein Blubstrahl, ist nur Blubber. Wie süß. Wow, 988 Schaden. Wow. Und das ist das Brathühnchen. Mit 52. Ich bin ja... 52. Ich habe wirklich gedacht, dass Morgoth wahrscheinlich am meisten Schaden machen würde. 52. Oh mein Gott. Macht er einfach nur 52 Schaden? Das hat doch echt nicht. Gegenmittelkraft freigegeben. Yeah. Und das war's. Hanna, es ist halt, wenn ich mich komplett zurückhalten muss, weil mir auch Magie fehlt und so, da halten die schon eine Menge aus irgendwie, ne? Ragnar, level up. Oh, ich kann gar nicht... Ah, nein, Moment. Ich glaube, ich habe ein Problem. Ich wollte eigentlich was anderes machen, aber ich glaube, ich habe ein Problem. Die Kraft innen wird schwach. Das Siegel schafft keine Verbindung zu dem Mädchen. Gipfelrune erhalten. Die Statue vom Gott des Siegels ist kaputt. Die Rückkehr der Mutter wird Wirklichkeit. Ich kann nicht glauben, dass die Träne für solche Gräueltaten missbraucht wird. Es sind noch zwei Statuen übrig. Wir müssen sie verteidigen. Gib mir die Superkraft. Die Superkraft, um sie zu besiegen. Die Superkraft, um alles zu zerstören. Mecker. Ich kann... Oh nein. Nein. Ich kann mich nicht raus teleportieren. Denogenos Rune. Naja. Oh nein. Bitte mach, dass es aufhört. Tja. Bleibt mir nur eines, und zwar den ganzen Weg wieder rauszulaufen. Yay. Bis zum nächsten Mal. Ich lauf dann mal, ne? Vielleicht versuche ich auch Caitlin umbringen zu lassen und dann wieder zu beleben. Dann ist wahrscheinlich das Schweigen weg und dann teleportiere ich mich raus. Aber wir treffen uns draußen wieder. Oder im Dorf. Wahrscheinlich im Dorf. Viertelstunden habe ich jetzt gebraucht, um hier rauszukommen. Aber da ich jetzt noch angequatscht werde, werde ich es natürlich auch noch zeigen. Ich habe eben gespürt, wie das Siegel um die Königin der Dämonen zerbrochen wurde. Bote des Zephyr berichtet den Ältesten über die Situation. Wir müssen schnell handeln. Und jedes Mal, wenn ich aufhören will, passiert noch was. Es ist unfassbar. Es ist dunkel. Ich sehe nichts. Ich kann nichts hören. Mein edler Seik. Ich war mir nicht sicher, ob es ein I ist, aber doch ja. Mein edler Seik. Meine Kinder. Lasst euch ansehen.
Lasst mich euch hören. Das war einfach, all das Gerede über Siegel. Wer scherzt sich denn schon um die vier Ritter? Nun, da Mutter erwacht ist. Ich kann meine Karriere fortsetzen. Ruhm erwartet mich. Ich schwöre, wenn ich den Part jetzt beenden will und ins Dorf gehen, es passiert wieder was, würde ich gerne schreien, was ich nicht machen werde, weil ich euch alle lieb habe, aber mein Gott, lasst den Part doch einfach reden. Und auch beim nächsten Mal werden Commi und seine Konsorten wieder den wilden Westen unsicher machen mit ihren Waffen. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, lasst ein Like da, kommentiert und abonniert den Kanal. Wir haben sehr, sehr viele Videos. Viel Spaß damit.